Moin Leute, was geht? Erster Vlog, mache ich alleine. Ich habe keinen Kameramann. Wir fahren jetzt nach Düsseldorf zu Marc Gebauer und schauen uns Uhren an. Weil ich als Box-Champion habe mir jetzt eine geile Uhr verdient. Viel Spaß mit dem Video. Ziemlich krass, hier überall Security und so. Gigantisch. Wie geht's? mit meinem neuen besten Freund. Ja. Warum eine Uhr? Ich finde Uhren allein. Hast du da noch gar nicht drüber gesprochen? Nee, ich habe noch gar nicht drüber gesprochen. Ah, okay. Ich habe noch gar nicht drüber gesprochen. Allein für mich, ich finde Uhren sind technisch was super Tolles. Ich finde klasse, dass die so auch so wertbeständig sind. Ich habe auch nicht Geld, mir jetzt eine Immobilie zu kaufen für eine 500.000 oder so. Also ich freue mich sehr. Ja, es ist jetzt nicht die teuerste Uhr, die ich jemals verkauft habe. Aber ich sag mal so, die Richard Mille kostet ja auch 300.000 Euro. Und an dieser Stelle muss ich sagen, Romatra, wirklich, ist echt stark. Du musst auch mal der Community Danke sagen, ja. 300.000 Euro ist schon einiges. Das ist wirklich richtig viel. Das ist quasi alles, was ich hier verdient habe und noch mehr. Das ist ja. Ich habe überlegt, ich habe ja die eine Richard Mille in Thailand gekauft. Ich habe überlegt, ob ich es mitbringe. Ich habe es dann doch gelassen. Ja, Ich hätte sie mitbringen sollen. Dann die der Community so vorstellen sollen. Dann hätten alle Leute, was hättest du so Pause machen sollen. Ja. Aber heute beschäftigen wir uns tatsächlich mit sehr spannenden Uhren. Wir haben kurz mal so einen kleinen Sneak Preview gemacht. Ich weiß, die Leute wissen ja, dass du das studiert hast. Ne? Genau, ich habe ja Luft- und Raumtechnik studiert. Und hier haben wir das Thema der Omega-Uhr. Sehr, sehr schönes Modell. Die Speedmaster war ja mit auf dem Mond und die haben ja auch immer Kooperation mit der NASA. Und das hier ist im Übrigen die neue Moonwatch. Hier haben wir eine neue Omega Speedmaster mit einem Glasboden und ja, die haben die Box ein bisschen verändert und so weiter. Das Packaging ist eigentlich ganz cool, ne? Ja, das Packaging sieht sehr cool aus, auf jeden Fall. Ja, und das ist so eine sehr traditionsreiche Uhr, ne? Die Liste kostet 7,5, wird sogar aktuell noch unter Liste verkauft. Also eigentlich ein ganz spannendes Modell. Ne? Wie lange kann die gehen? Da kann ich ran, bis der Autofokus noch zieht. Kann man drauf drücken. Habe ich noch nie gemacht. Wo drauf drückt? Du hast nicht so ein nahes Makro. Ja, man sieht, ich bin pro Uhren und Vlog-Profi. Ja, und darüber hinaus haben wir uns auch noch ein paar andere Modelle so angeschaut. Falk, auch eingestelltes Modell. Ich habe sehr viele Uhren. Ich verkaufe lieber Uhren, die halt nicht mehr produziert werden. Und das sind so Modelle jetzt Falk oder auch Daytona. Da kann man halt nichts falsch mitmachen. Ne? Das ist ein Modell, was, ich glaube, das letzte Mal 2016 produziert worden ist, meine ich. Gute Uhr. Und ja, da versuchen wir gerade was zu finden. Ne? Genau, die habe ich mir jetzt alle schon sehr gut angeschaut. Ich finde halt cool bei der, ist halt, hat halt so den Raumfahrt. Genau, hat er den Raumfahrt-Background. Also das finde ich wirklich ziemlich nice. Guck mal, was die hier an Engineering rausgehauen haben. Du kannst sogar so eine mobile Box, weißt du? Oha. Zack. Oha. Dazu gehört schon was, ne? Dazu gehört schon was. Da muss man schon auf dem Mond gewesen sein, um diese Box herzustellen. Warum beschäftigst du dich überhaupt mit Uhren? Also hast du es mal irgendwo gesehen oder wie kam der erste Kontakt? Also meine Eltern haben sich jetzt auch vor einem Jahr eine Uhr gekauft. Welche? Boah, welche genau? Die haben sich beide eine Rolex gekauft. Meine Mama hat so eine kleinere, mein Dad hat eine bisschen größere. Und ich fand es auch, wie gesagt, die Technik dahinter schon immer ziemlich sexy. Diese kleinen Uhrwerke, so, wenn man auch immer sieht, so diese Videos, wo die ganz filigran, die Dinger, fand ich schon immer sehr, sehr cool. Cool, weil ich auch ein sehr technisch affiner Mensch bin. Ja, du musst ja, also was ich so spannend finde, zum Beispiel jetzt hier sowas, ne? Also diese Uhr hier ist heute eine neue Lieferung, normalerweise kommen die nicht so an. Diese Uhr hier wurde hergestellt 88, okay? Ja. 88. Ach, das ist krass, ja. Und die Uhr wird noch länger leben als wir. Also weißt du, ja, genau. Also von daher, was die Uhr schon mitgemacht hat, ist schon krass. Und darum muss ich sagen, also Uhren sind schon was Faszinierendes. Ne? Also nach wie vor zeitloses Teil. Das ist so das meistverkaufste Produkt. Datejust 36mm. Auch genauso über die Uhren, über die wir uns jetzt unterhalten. Die werden alle noch bei uns sein, wenn wir schon lange weg sind. Hast du noch so welche mit Lederarmband? Hast du da welche da? Also man kann an die auch ein Lederband machen. Ja. Aber diese am Lederband ist aktuell die Marktsituation. Katastrophe oder was? Ja, ja. Okay. Also ich kann dir auch eine Uhr zeigen, die habe ich heute gekauft. Ich weiß nicht, warum ich sie gekauft habe. Das ist eine brutale Uhr, pass auf. Ja. Das ist jetzt Jägele Kultre mit, das war mal für die saudische Königsfamilie, also es war ein Geschenk. Sieht man unten auf 6 Uhr, da ist ja so ein Logo. Das, ich kann leider nicht näher. Ja, das ist sehr schade. Vielleicht sieht man später. Aber auf jeden Fall hier Uhr am Lederband, ne? Mhm. Handaufzugswerk, Jägele Kultre und so. Aber die sieht gar nicht aus, es könnte da viel drin sein tatsächlich. Es sind nur zwei Zeiger, aber Uhren am Lederband kauft wirklich keiner. Krass, okay, also, woran liegt das? Trend einfach.
Also die Leute wollen, ja, die Leute wollen Sachen am Stahlband haben. Du hast ursprünglich, müsst ihr euch vorstellen, ursprünglich wolltest du ja eine Cellini haben von Rolex. Ja, genau. Da haben wir jetzt ja schon ein bisschen den Plan leicht verändert. Den Plan haben wir leicht verändert, ja. Weil, also warum wir den Plan verändert haben, Chat oder YouTube, bin niemand, der oft rausgeht. Ich habe jetzt seit dem Boxkampf, wir haben jetzt Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich habe jetzt 4 Tage mein Haus nicht verlassen. So, ich muss keinen, falls mal irgendwann ein cooles Event ist. Und einfach auch als Wertanlage finde ich das halt eine super coole Sache. Und Marc meinte halt Lederarmband. Also ich kaufe die und dann ist sie einfach so wie ein Auto direkt wieder weniger wert. Und das ist dann halt, ja, das würde dann den Sinn dieser Investition definitiv schmälern. Wenn ich irgendwann Millionär bin, hole ich mir auch eine Lederarmbanduhr. Ja, also Cellini-Modelle, man verliert also schon 15%. Ja, dann machen wir das nicht, ne? Nee. Dann machen wir das einfach nicht. Ja, und dann sitzt halt die Auswahl bei der hier. Genau. Der hier. Oder der hier, die haben jetzt noch nicht so viel gezeigt, das ist die Hulk, die finde ich auch, ich finde das Grün sehr hübsch. Ja, wir können mal vorne, zeig dir mal. Ja, das ist auch sehr hübsch, dieses Grün, also das ist wirklich sehr, sehr cool. Was ich mich auch immer cool fand, war die mit diesem Blau-Rot. Oh, sehr, sehr gut, also, wo haben wir die? Hab ich gerade meine Frau rübergegeben. Ich glaube Pepsi heißt die, oder? Kann das sein? Die habe ich hier noch nicht hingetan. Es gibt 2 Uhren. Das ist jetzt so die klassische Pepsi als Anlage, in der Preisklasse ist ungeschlagen. Man muss sich vorstellen, so eine Uhr liegt jetzt, sagen wir mal, zwischen 16.000 und 17.000 Euro. Und das Konkurrenzmodell, das heißt in Keramik, was noch gebaut wird, liegt bei 30.000 Euro. Okay, also, krass. Wieso ist die so viel günstiger, wenn die hergestellt wird, einfach 30.000 kostet? Also was ist? Ja, weil die halt älter ist, ne? Okay, ja dann, einfach älter. So sieht die halt dann neu aus mit Keramik, ne? Viele würden halt die dann deutlich mehr feiern. Zeig dir mal den, leg dir mal den Maranda bitte. Sag mal. Muss ich selber mal kurz auch richtig anschauen, nicht nur durch die Kamera. Ist halt massiver, muss man ganz klar sagen, aber halt Geld ist Geld, ne? Also ich meine, ich wäre halt nicht bereit, jetzt den Betrag auszugeben. Ja. Dann würde ich lieber die nehmen. Ich glaube, ich nehme einfach alle. So, waren wir jetzt links bei 27? 27, 31, 16, ich glaube 23. Ja. Und die müsste sein, ich meine 28. Das ist natürlich eine schwere Entscheidung und ist natürlich eine Menge Geld, keine Frage. Aber ich habe mir in meinem Leben bis jetzt noch nicht viel gegönnt. Das Objektiv ist scheiße. machst du nix. Muss ich mal ein anderes Objektiv kaufen. Das ist dann die nächste Investition. So. Also wenn man jetzt den Zusammenhang zwischen der Karte und der Uhr, also wie stellt man den her bei den Uhren, das wird man jetzt über die Kamera nicht erkennen, aber unten in diesem Ring hier, darin steht einmal Rolex, Rolex, Rolex und auf 6 Uhr hat man dann noch die Seriennummern, die man auch auf dem Zertifikat findet. Okay, und also, so ordnet man dann... So ordnet man das dann zu, genau. In dem Innenring oder was? In dem Innenring, genau. Ah ja, das sieht man auf der Kamera auf gar keinen Fall. Nee. Mit Augen ist auch schon schwer, aber das ist dieselbe Nummer, die auch hier drauf steht. Okay, und so kann man dann sagen, okay, die ist echt. Ja, also am aber Ende eine Karte zu fälschen ist heutzutage jetzt auch nicht mehr so die Kunst, ne? Aber es hat halt mehr was dazu. Es ist das komplette Set, Box, Papiere, Hangtag, alles beisammen. Und am Ende muss man halt eine Uhr bei einer Quelle kaufen, der man vertraut. Bei diesem Modell jetzt eine Fälschung zu haben, die 100% ist, das habe ich jetzt... Noch nicht gesehen, nee. Okay. Bei neueren Uhren kann man schon, ist es schon schwer, aber jetzt bei der Uhr nicht. Da, das mit der Quelle stimmt natürlich auch, gell? Also man muss dann halt auch schauen, wo man seine Sachen kauft, um zu... Zum Beispiel eBay Kleinanzeigen ist keine gute Sache. Also okay. eBay Kleinanzeigen würde ich Finger von lassen, ja. Aber die haben da mal eine Richard Mill gehabt für 200 Euro. Glaubst du, die war echt? Ich glaube ehrlich. Ich hätte einfach auf meine Uhr schauen können, als ich mich gerade gefragt habe, wie spät es ist. Naja, ich glaube, Max nimmt auch mal sein Handy raus, wenn er auf die Uhr schaut. Ja. Also, so, was geht? Peace. Oh, was ist das an meinem Handgelenk? Ja, hast dich final entschieden. Genau, wir haben uns final entschieden für... Rolex Daytona eingestelltes Modell 116500 mit der Stahllünette, das letzte Modell, was so rausgekommen ist. Sehr, sehr gute Uhr, komplettes Set. Ich bin sehr, sehr froh. Ich glaube, ich bin hier auch in sehr, sehr guten Händen. Ja. In sehr, sehr guten Händen gelangt. Ich freue mich mega. Das habe ich mir jetzt als internationaler Box-Champion definitiv verdient, so eine Uhr. Was gab es noch mit dazu? Das Marc Gebauer Paket? Wir haben jetzt Parfum, heute gar nicht thematisiert, das ist so das meistverkaufte Nico und also alle mögen das. Ja. Lieblingsparfum von Nico, dann haben wir... Alle sagen das. Da haben wir noch Popcorn. Popcorn einfach? Ja, dann haben wir noch so, Nüsse und geil. Dann natürlich die Box mit den Papieren. Ja doch, da schauen wir auch noch kurz rein, oder? Yes, sir. So. Ist das die Originalbox von damals? Genau, also heutzutage sieht die Box ein bisschen anders aus. Das ist der Vorgänger davon. Ja. Die wurde in verschiedenen Boxen gepackt. Also die Uhr kann man auch, wenn ihr jetzt zu Hause eine kleinere Box habt, ist es nicht falsch. Es kann auch richtig sein. Dann haben wir einmal das Zertifikat, das Hangtag und nochmal die Bandelemente. Das ist alles hier beisammen, ne? Die Bandelemente, genau, da haben wir 2 rausgenommen. Vielleicht so schmale Frauenarme. Hat es gekostet? Aktuell, also wir sind jetzt hier bei 32.000 Euro. Hey, ich bin mega froh, dass auf jeden Fall keine Entscheidung, die ich einfach so getroffen habe. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall nicht jetzt irgendwie einfach so eine Übernacht-Schnapsidee gewesen oder so. Aber hey, falls es eure Schnapsidee sein kann, meldet euch gerne, ja, ich bin dafür bereit. Meldet euch bei dir, er ist euer Mann. Deswegen, vielen Dank
wirklich an alle, die das alles möglich machen. Also wirklich insane. Das ist krass, dass ich so eine Uhr jetzt am Handgelenk habe. Ich traue mich. Tatsächlich, weißt du, was ich jetzt richtig... Ich habe Angst, damit rumzulaufen ein bisschen. Ja, kannst du schon machen. Echt? Ich hab noch nie... Das ist das Wertvollste in meinem Besitz. Ja. Überhaupt. Das ist also nach Daytona, meiner Freundin. Also muss man als Zusatz nochmal sagen. Nein, das ist schon... Also die Uhr ist schon sehr besonders. Ich habe sie auch dieses Jahr, glaube ich, dreimal da gehabt. Eine davon ist ja auch an Michi gegangen. Also sowas kommt nicht so oft. Das ist eine sehr gute Uhr und der Zustand ist exzellent. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. So Leute, ich bin wieder daheim. Ich habe die Uhr jetzt hier an meinem Handgelenk erstmal. Wollte ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Video anschauen natürlich. Lasst gerne ein Like da. Schaut bei Marc vorbei auf jeden Fall auf dem Kanal. Und vielen, vielen Dank, dass ihr mir das ermöglicht habt. Das ist wirklich eine super, also das ist eine klasse Uhr. Und ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Wollte ich mir jetzt mal gönnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Peace out.